So Leute, ich würde mal sagen, willkommen zurück zu Outlast. Und ich habe nicht vergessen, wo wir waren. Denn wir müssen hier jetzt relativ schnell fliehen. Und irgendwie hängt das Spiel gerade und ist relativ laut. Aber es macht ja nichts. Halt doch mal die Fresse. Mensch, ist das laut hier. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr rennen. Da ist was zum Verschieben. Komm, dann verschieb's. Verschieb, verschieb, verschieb. Nein, ich bin nicht der Wallrider, auch kein Wallreiter. Warum? Warum schlägt er mich jetzt schon? Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Tür ist natürlich zu. Was auch sonst. Das hätte ich dann anderes erwarten sollen. Ich werde einfach mal hier rein. Scheiße, ich bin in der Falle. Ich bin in der Falle, würde ich sagen. So spontan. Mann, lass mich gehen, lass mich laufen. Idiot, ich Idiot. Ach, ich weiß, glaube ich, was ich tun soll. Oder? Ich bin in der Sackgasse. Ja, ich Idiot, ich finde WASD nicht. Okay. Ach du Kacke, ey. Hä? Hey. Ja, man. Na, oh, ich verdrück mich hier gerade ein bisschen. Was ist hier drin? Nichts. Na toll. Und der Pisser kommt direkt zu mir. Wie viele sind denn das? Heiliger. Alter, was soll denn das? Ja, dann geh doch durch, Idiot. Geh durch, du Idiot. Ja, na toll. Was sollte das denn für eine Scheiße? Come on, come on, come on. Renn, 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 renn. Renn irgendwo hin. Hauptsache, du bleibst lebendig. Komm mal hier. Nein. Ich sollte nicht alle Türen ausprobieren. Ich Idiot. Ich werd's verkacken. Schätze ich mal. Aha, ich Idiot. Was probiere ich denn die Türen aus? Die ich schon zigmal ausprobiert habe. Come on. Hier muss es doch irgendwo lang gehen. Ich soll hierher. Was soll ich hier? Hier ist eine Leiche. Wow, toll. Was soll ich denn hier? Könnte mich natürlich im Schrank versch... Ach, ich hab's kapiert. Ja, klar. Ich muss dann... Komm, ich lass mich sterben und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Nu, komm, bring mich um. Geht doch, danke. Da ich der Meinung bin, dass ich weiß, was ich jetzt tun soll, habe ich mich jetzt mal absichtlich sterben lassen und ja, die Frisur muss sitzen. Nein, okay. Komm, mach schneller, mach schneller. Ah, falsche Tür. Halt's Maul. Deine Mutter ist das Experiment, vermutlich. Der kommt doch gleich hier rein. Ja, lass mich raus. Ja, ich hab's so gut wie verkackt. Oder? Hab ich's verkackt? Ich glaube, ich hab's so gut wie verkackt. Ich hätte ihn aussperren sollen. Ich weiß, was zu tun ist, aber ich hab's nicht geschafft. Denn ich muss ganz schnell in diesen Raum flüchten. Ich darf an keiner anderen Tür, glaube ich, hängen bleiben. Und dann die halt aussperren. Komm, noch sieht mich keiner. Komm, jetzt nicht nach rechts, sondern hier hindurch. Und da schieben wir jetzt erstmal das Ding vor. Ja, dann schieb! Idiot.
So, der kommt schon mal nicht rein. Aber ich habe Angst, dass die gleich wie anders reinkommen. Ich habe noch einen Weg gefunden. Ich höre es doch schon förmlich. Komm, mach die Tür zu. Und jetzt schieb's hier vor, schieb's davor, los. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, super. Okay, die kommen nicht rein. Wunderbar. Woher kommen die rein? Weiß ich doch nicht. Komm. Wo geht's hier entlang? Ah! Das war auf jeden Fall der falsche Ort. War ein schlechter Ort. Au. Komm schon, mach hin, beeil dich. Ich hätte es fast geschafft, aber es hat gespeichert irgendwie. Vielleicht habe ich es ja geschafft. Irgendwie hat es gespeichert, habe ich gerade gesehen im Augenwinkel. Tatsächlich. Jetzt habe ich Angst, ich habe Angst. Wo sind die denn? Ah, hab ich mich erschrocken. Ihr Arschlöcher. Ja, okay. Ich sehe gar nichts. Idioten, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Vater. Warum? Ich kann mich gerade nicht bewegen, ne? Die Penner halten mich fest. Okay. Au. Au. Tot. Super. Ah, verdammt. Jetzt muss man wissen, wo die herkommen. Da komme ich nicht durch, verdammt. Kommen die denn her? Kommen die hier raus? Verdammt, die kommen ja tatsächlich da raus. Okay. Ich hab's, glaube ich, verkackt. Es sei denn, ich entkomme noch irgendwie. Nö, ich hab's so gut wie verkackt. Ach, Mensch. Ich bin gar nicht mehr so ängstlich oder panisch. Ich bin gerade ein bisschen mehr genervt als irgendwie was anderes. So, wo soll ich hin? Halt doch mal das Maul. Das ist doch tatsächlich. Aha! Interessant, interessant. Du kommst doch dadurch. Sehe ich doch jetzt schon. Wo lang, wo lang, wo lang? Da lang. Komm, mach die Tür zu. Ich hab's verkackt. Wenn die Penner kommen. Ah, geil. Ach, so ist das. Ich kann den Speiseaufzug nutzen. Hätte man mir das nicht mal früher sagen können. Wow, das hat mir so viel genutzt jetzt. Wer bist du denn? Hallo. Du bist aber hässlich. Wer bist du? Was hat er mit mir vor? Was hat er denn vor? Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Mal schauen. Ist das der Onkel Doktor gewesen? Okay.
hell hurry? No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Wo will er jetzt? Was hat er denn vor? Der scheint ja ganz freundlich zu sein. Bist du freu... Aber du hast so einen komischen Rücken. Ne. Irgendwie siehst du komisch aus, aber dann doch wieder bist ein bisschen freundlich als Klopsi und andere hier. Schau, was du mit mir vorhast. Töte mich, töte mich. Oh! Na, der hat Spaß. Was? Ach so, der hat die Zunge verloren. Die Sätze, die unten stehen. Interessant, was für eine Behandlung? Ich will keine Behandlung. Oh, nimm den Arsch hier weg. Was hat er denn vor? Nee, ich mag die Bibel, also ich bin nicht christlich. Von daher. Was hast du vor? Ach, er ist ein bisschen verrückt, aber du bist normal, ja? Keine Ahnung. Was hast du denn vor? Komm, mach schon. Oh. Au. Aua. Au. Ich fühle mit dir gerade. Ah. Ich soll mich hier frei rubbeln. Okay, habe ich geschafft. Ah. Au. Heilige Kacke. Ja, das hätte ich auch gemacht. Oh. Mir wird gerade etwas schlecht. Ah. Das ist ekelhaft. Oh, meine Finger. Heilige Kacke. Ah, scheiße. Es tut doch weh und dann auch noch hier. Boah, ekelhaftes Arztzimmer. Aber so sieht's ähnlich bei meinem Arzt aus. Das ist ja ekelhaft. Oh. Bäh. Bäh. Wo sind meine Finger eigentlich? Ich will die wieder dran kleben. Mit ein bisschen Blut. Keine Ahnung. Ich will hier noch nicht raus, weil es gerade gespeichert hat. Ich will nämlich erstmal im Pappen. Oh. Bäh. Da muss ich selber kotzen. So, ich bin dem Part, ich hoffe, der Ball ist gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Flass TV.